Aber die Satisfactory-Freunde, heute wieder eine weitere User-Map. Dieses Mal mit Rico DiRuffi, ein alter Hase in Satisfactory. Und eine große Map, viele Baustellen, aber groß und schick zum Anschauen. Wenn dich das interessiert und wenn du vielleicht auch mal wieder dabei sein möchtest, schicke mir einfach deine Map, geh in den Community-Tab, schau da drauf, wo das Ghoulform ist und einfach zusenden. Bleib dran, bin der Chaos1699 und nach dem Intro geht's sofort los. Und wie schon angekündigt, das ist jetzt eine, soll man sagen, also mit knapp 800 Stunden, also 726, haben wir hier wieder eine ganz, ganz ordentliche Map. Jetzt nicht ganz so lang und ganz so extrem groß wie die von Manuel, weil das Safegame hat jetzt hier nur 8,8 MB. Aber man sieht schon von oben, hier hat einer wahnsinnig eskaliert. Also hier war wieder ein Bauherr unterwegs, der seinesgleichen sucht. Ich habe es mir natürlich schon mal angeguckt, das Ganze. Es gibt viele offene Baustellen. Es gibt viele offene Baustellen, wenig was fertig ist. Aber es gibt auf jeden Fall was zum Ansehen. Und allein mal wegen dieser ganzen Größe fand ich das hier jetzt sehr interessant. Vor allem zum Herzeigen. Das hier ist eine spannende Situation hier drüben. Da werden wir uns das auf jeden Fall groß angucken. Ins Detail werden wir nicht so sehr gehen können, weil allein wegen der Größe ist es halt einfach... Es ist halt dann einfach nicht ganz so einfach möglich, dem Ganzen nachzugehen, weil es halt einfach zu groß ist. Das werden wir uns auf jeden Fall, also wir werden auf jeden Fall so über alles so einmal kurz drüber fliegen. Details werden wir uns hauptsächlich, was Stromerzeugung angeht und was das Startgebiet angeht, das werden wir uns auf jeden Fall eingehender angucken. Die sind jetzt eigentlich, also wenn ich mal jetzt den Manuel als Benchmark mal nehmen, als Oberkante. Ist jetzt hier nicht so viel mit Wasser rum, weil der Manuel hat ja seine, ich glaube, 40.000 gehabt. Es ist aber hier, wenn ich mir das jetzt hier so grob ansehe, gut, Kalkstein, da ist jetzt, das ist, die paar sind jetzt hier ehrlich gesagt zu vernachlässigen bei 1.800, dass da ein paar fehlen, ist, das ist zu vernachlässigen. Aber hier, schau an, das ist, da ist jetzt hier, gut, Uran, sei dahingeschenkt, aber... So, wenn wir jetzt das hier jetzt so mal überfliegen. Oh Gott, Fixmiss ist auch noch am Laufen. Ja gut, bei über 700 Stunden, da ist schon mal Weihnachten dazwischen bei sowas. Aber hier, guckt ihr das an. Also da hat einer, Rico, da hast du gut gearbeitet. Und hier, das sieht alles noch so ein bisschen so harmlos aus. Der Rico hat jetzt mehr so ein leicht giftiges Grün gewählt. Aber hier ist schon ein bisschen was am Laufen, was er sich da vorstellt. Im Hintergrund sieht man schon ein bisschen was, wo man da natürlich noch ein bisschen hingucken werden. Hier hat er sich ein Zentrallager oder so gebaut. Das macht zumindest so den Eindruck. Ein rundes Pföstchen, was nach oben geht. Eine Treppe nach oben, eine runde. Warte mal, wir gucken uns das einmal beim Runterfahren an, wie das ausschaut. Es ist gut gebaut. Kannst du sagen, was du willst. Es ist gut gebaut. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Sieht cool aus. Also das hat auf jeden Fall... Also die Ob... Allein die... Gut, das ausgezuppelt, das ist geschenkt. Da könntest du natürlich noch mit Knubbeln irgendwas machen, aber trotzdem, allein die Optik hier... Allein die Optik hier, die macht es schon wieder echt geil. Ja, ich sag mal, ein dezent großes Gebäude. Mir wird auch natürlich klar, wenn er mir da natürlich geschrieben hat, dass da viele Baustellen sind. Also bei der Größe, da wundert mich das ehrlich gesagt nichts. Das dauert natürlich ewig, das zu laden, beziehungsweise da überhaupt mal zurechtzukommen, das ist schon mal eine Aufgabe für sich. Der schwere modulare Rahmen in groß nachgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist. Es ist auf jeden Fall groß, wenn ich schon den Flugmodus in schnell machen muss. Das ist schon ein bisschen sick. Und im Hintergrund sehen wir natürlich auch noch ein paar andere Gebäude.
weiß jetzt nicht, wie es bei euch auf dem Bildschirm ist. Es muss auf jeden Fall so ein Vollbild machen. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Wie ich schon gesagt habe, wir können leider nicht ins Detail gehen bei den einzelnen Produktionen. Dafür ist die Karte leider viel zu groß. Es tut mir leid, aber wir können uns ein bisschen hier zumindest mal die Details mal so ein bisschen so angucken. Es ist von den Zahlen her, also was produziert wird, ist auf jeden Fall alles eigentlich im grünen Bereich. Hier haben wir dann ein Rundatomwerk. Ich finde das aber auch ganz spannend, das hier so im Zement, also im Betonfundament verschwinden zu lassen. Das hat schon irgendwie was. Ich meine, sowas kann man sich durchaus mal als Vorbild nehmen, dass man die Gebäude irgendwie quasi einzementiert oder versteckt. Das macht auf jeden Fall Laune, das Teil. Aber es läuft halt anscheinend noch nicht. Wir gucken jetzt nochmal gleich weiter. Da hat auf jeden Fall jemand hochgebaut und da hat sich jemand noch was in der Luft schwebend zurückgelassen, damit er hier rumfliegen kann. Und vergessen abzubauen. Macht aber nichts. Sei geschenkt. Das finde ich auf jeden Fall spannend, was er hier hingestellt hat. Die Manufakturen in der Luft fliegend auf gestützt und so weiter. Das sieht irgendwie spannend aus. Dann kann mir auch nicht helfen. Also das sieht auf jeden Fall cool aus. Wie gesagt, die 700 Stunden, die hinterlassen natürlich auch ihre Hinterlassenschaften auch von Weihnachten. Je nachdem, wann man startet. Es lässt sich dann halt einfach nicht verhindern, dass man das Fixmas-Invent ist. Aber das ist natürlich schon lustig, sich das Gebäude wie ein Christbaum noch aufzubauen, dass die Form auch noch so gleich ist. Finde ich ulkig. Ja, und da zum Fuße des Christbaumes, des Fixmas-Events, hier finde ich das ganz spannend gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob da nochmal hier Glas reinkommt. Ich würde es fast schon vermuten, dass hier Glas reinkommt. Aber es ist verdammt interessant gebaut. Von der Machart hier mit den Wellen nach oben ist schon irgendwie geil. Ist zwar auch wieder nur Baustelle in Anführungsstrichen. Aber das hier sieht auch, also das ist schon, also der Servicetunnel ist auf jeden Fall interessant. Hätte auch irgendwas anscheinend hier oben mit Fixmas irgendwas am Laufen sein sollen. Und nachdem sie jetzt uns da hinten im Hintergrund so anlacht, da schauen wir jetzt da natürlich hin. Weil hier haben wir, sagen wir mal, kreativ umgesetzt Stromproduktion. Schauen wir uns das mal ganz kurz von außen an. Da ist alles mit Turbotreibstoff und Treibstoffgeneratoren am Laufen. Ein wahnsinnig großes Gebäude. Also auf jeden Fall, es sucht seinesgleichen. Gut Piping hier, aber das hier oben, das finde ich ja persönlich bin ich jetzt am neugierigsten, was das hier oben ist. Ist auf jeden Fall von der Form spannend. Das sieht auf jeden Fall lustig aus und dahinter die ganzen Treibstoffgeneratoren, die da laufen. Das sieht schon lustig aus. Also das sieht schon lustig aus. Vor allem dann auch noch der Rest dann auch noch rund gemacht. Halleluja, also da muss man auch schon wieder neidlos zugestehen. Hier wurde ordentlich gearbeitet. Und sogar kreativ mit Piping und so weiter. Sieht nice aus hier drin. Also nicht nur draußen Punkte durch gute Optik, sondern auch drinnen ordentlich gearbeitet. Und sogar noch eine Aussparung gelassen, dass der Kamin hier rauskommt. Dass der ja nicht am Klippen ist. Spannend. Toll gemacht. Ja, und irgendwo muss ja natürlich der Turbotreibstoff produziert werden. Das sieht hier auf jeden Fall auch spannend aus. Kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Kompakt gebaut alles. Zwar jetzt nichts gebalanced oder so, aber das macht ja, wenn Bänder voll sind, macht das ja wieder keinen Unterschied. Und wie es aussieht, läuft's. Es war ja schon irgendwie so auf der Karte so ein bisschen erkennbar. Dass hier auch wieder irgendwas Größeres am Start ist. Ja, ich meine, den Größenwahn hast du in dem Spiel absolut gepachtet, Rico. Da fehlt einem auch wieder ein bisschen die Spucke und so. Jo, und hier drin wurde natürlich auch wieder sehr ordentlich gearbeitet. Also das Grün wäre jetzt auf Dauer nicht so mein Ding, aber jeden so seine Farbe. Es sieht auf jeden Fall spannend aus. Und schau dir an, sogar den Strom nach unten gelegt. Kann man machen.
Muss man aber nicht. Hier oben an die Decke wäre wahrscheinlich ein bisschen ein Problem gewesen. Aber es läuft alles hier wunderbar vor sich hin. Aber schau, da hat er, das hat er hier wenigstens intelligent gelöst. Hat ein Fünferband in der Mitte und ein Einserband. Ja genau, das ist ein Einserband. Dann an den abgehenden Konstruktoren, die das dann hier relativ gut ausbalancen dadurch. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Schauen wir nochmal kurz zu den Raffinerien rüber. Ja, das sieht auf jeden Fall busy aus. Spannend. Absolut spannend. Und auch, was ich natürlich wieder geil finde, dann, dass die Röhrchen auch noch farblich gekennzeichnet sind, dass du genau weißt, okay, da ist das drin, da ist das drin. Da weiß ich nämlich ganz genau, da ist Schwerölrückstand drin, da ist Rohöl drin, da ist Treibstoff drin. Da weißt du nämlich sofort Bescheid, was dann hier Sache ist. Weil da hören wir jetzt quasi hier auf, weil hier unten drunter, da versteckt sich nämlich noch was, weil es ist jetzt nicht nur hier oben so schön, sondern es ist jetzt auch noch gleich da unten noch ein bisschen anders da gebaut. Und wir haben hier eine relativ schöne Spirale von einem Aufzuglift, der hier nach oben geht. Wir haben auch überall Fenster drin. Überall. Das Teil macht schon, das macht schon Eindruck hier. Also es sieht schon echt geil aus. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Lift noch mal ein bisschen von der Nähe an. Also auf jeden Fall ordentlich gearbeitet. Oh Gottes Willen. Und auch noch beschichteter Beton an der Decke. Dass auch schön die FPS drunter leiden. Läuft. Läuft. Sieht ordentlich aus. Klar, wie hält sich das in der Luft? Mit gutem Willen. Und es geht. Alter, das geht ja noch nach oben hier weiter. Rico, crazy, 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 crazy. Und wenn auch du dabei sein willst, musst du nur bei mir in den Stream kommen. Wenn wir das gemeinsam uns angucken. Und First Hand dabei sein willst. Das sieht schon cool aus. Also von hier aus. Von hier aus schon geil. Kann man lassen. Mega. Bisschen erinnert es mich an so ein Raumschiff. Weiß auch nicht. Sieht cool aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Geiler Scheiß. Rico, Hut ab. Wenn ich einen aufhätte, würde ich ihn sofort ziehen. Machtig, da würde ich mal sagen. Richtig machtig. Also da. Es ist zwar viel Baustelle. Mag dahingestellt sein, aber es ist trotzdem vom Konzept her und von dem, was man sich dann wieder vorstellen kann, wie es dann irgendwann mal wird. Sag mal, sind wir doch mal richtig geil dabei, oder? Bin ja mal neugierig, ob er dann in den nächsten 800 Stunden damit fertig wird. Bis dahin werden wir dann auf jeden Fall uns noch ein paar weitere Maps angucken. Die Einreichungen sind noch reichlich und diese Serie wird so lange gehen, bis ich keine Einreichungen mehr habe und sobald wieder jemand nachkommt, wird er sofort in jeden Stream am Ende hinten dran gehängt und dann gucken wir uns jedes Mal eine Map an, solange was da ist. Wie gesagt, geh in den Community-Tab, da kannst du ins Google-Form reingucken. Wenn du eine, sagen wir mal, eine interessante Map hast, es muss nichts Großes sein, es sollte ein, zwei Gebäude sollten fertig sein, sollte vielleicht ein interessantes Konzept dahinter stecken. Irgendwas, was du besonders gemacht hast. Wie auch immer, ich schaue mir alles an. Ich behalte mir auch das Recht vor, das ein oder andere Baustellchen nicht zu nehmen. Bitte das berücksichtigen. Ist nicht böse gemeint. Ich möchte meinen Zuschauern auch live bzw. bei YouTube natürlich einen Mehrwert bieten. Von daher bitte um ein bisschen Verständnis. Ich kann nicht leider jede Baustelle mitnehmen. So, und da sind wir auch schon beim Stichwort. Danke fürs Zugucken. Nicht vergessen, auf Twitch vorbeigucken, dann musst du nicht so lange warten, bis du dieses Video hier online siehst, sondern du kannst es direkt am Ende jeden Streams von mir gleich sehen, solange noch Karten da sind. Bis dahin, nicht vergessen, Twitch vorbeischauen, hallo sagen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, stay effective, wir sehen uns bald wieder. Ciao!